Mit seinem ersten SUV kommt der britische Hersteller für Luxusautomobile Rolls-Royce spät, aber dafür gewaltig im Bereich der Sports Utility Vehicles an. Benannt wurde das neue Modell nach dem größten je gefundenen Diamanten der Welt, dem Cullinan, der heute ein Teil der britischen Kronjuwelen ist. Das gab es bei einem Rolls-Royce noch nie, eine Heckklappe. Aber beim nobelsten SUV der Welt darf ja auch mal was neu sein. Grundsätzlich sitzt der Cullinan auf der Plattform des Phantom. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten mit anderen Modellen aus dem Hause Rolls-Royce. Es gibt zum Beispiel eine gläserne Trennscheibe zwischen der Rücksitzbank und dem Gepäckabteil, damit es nicht zieht, wenn vielleicht die Dienerschaft das Gepäck entnimmt oder damit es grundsätzlich nicht zu laut wird. Wir wollen wissen, was der Cullinan noch so kann. Fest steht, wer mit dem Cullinan vorfährt, braucht sich um Aufmerksamkeit nicht zu sorgen. Von vorn präsentiert sich das Luxus-SUV mit neu gezeichneter Lichtgrafik. Der massive Edelstahlgrill, klare Linien und sein kantiges Äußeres lassen ihn dennoch sofort als Rolls-Royce erkennen. Einzig die Suche nach einer geeigneten Parkmöglichkeit könnte sich schwierig gestalten. Satte 5,35 Meter in der Länge und volle 2 Meter in der Breite misst der Cullinan. Der Cullinan ist die Spitze der Souveränität. Die 6 mm dicken Scheiben sorgen für minimale Geräusche im Innenraum. Das Fahrwerk ist über jeden Fehl und Tadel erhaben und zusammen mit dem Allradantrieb sogar geländetauglich. Wer jagt aber seinen 300, 400 oder 500.000 Euro teuren Luxus-SUV, je nach Ausstattung, schon über Stock und Stein? Natürlich niemand, denn das typische Einsatzgebiet eines Cullinan ist der edle Golfer-Event oder vielleicht auch das Single-Mall-Testing in aristokratischer Umgebung. Es kann aber auch das Pferderennen sein, denn es gibt noch etwas anderes beim Rolls-Royce Cullinan zum ersten Mal, nämlich eine Anhängerkupplung. Damit Ross und Reiter sicher an der Pferderennbahn ankommen, besitzt der Cullinan eine Allradlenkung. Bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h lenken Vorder- und Hinterräder in die entgegengesetzte Richtung. Das erhöht die Manövrierbarkeit. Wird's schneller, lenken Hinterräder und Vorderräder wieder in die gleiche Richtung. Das erhöht die Fahrstabilität. Und wie fährt er sich, der nobelste Geländewagen der Welt? Ganz einfach. Lautlos. Man hört nichts vom Motor und nichts von der Umwelt. Der Luxus ist phänomenal und die Leistung absolut ausreichend. Angetrieben wird der Cullinan von einem 6,75 Liter V12 Motor mit Biturboaufladung. Wer die benötigten 315.000 Euro als Einstiegspreis in Deutschland zur Verfügung hat, erhält 420 kW Leistung und 850 Newtonmeter Drehmoment. So etwas wie den Cullinan gab es noch nie bei Rolls-Royce, deshalb machen wir den Rolls-Royce-Check. Kühlergrill, so groß wie ein Haus mit polierten Lamellen, check. Emily, die sich ein- oder ausfährt und das Symbol für den Rolls-Royce an sich ist, check. Motorhaube, die ellenlang ist, check. Dann kommen wir natürlich zum Innenraum, luxuriös wie bei keinem anderen Fahrzeug und mit richtig viel Platz für die Lordschaft, natürlich auch check. Edelste Hölzer, feinstes Leder und ein zentrales Touchscreen-Display zieren den Innenraum. Für die Unterhaltung auf den hinteren Einzelsitzen stehen nochmal zwei Touchscreens zur Verfügung, die sich auf Knopfdruck ausfahren. Das Design des Cullinan ist klassisch mit klaren Formen und strengen Linien. Die Türen lassen sich, typisch Rolls-Royce, elektrisch schließen. Das Fahrwerk mit Luftfederung ist deshalb so besonders, weil eine Kamera in der Frontscheibe ständig den Fahrbahnzustand analysiert und das Fahrwerk blitzschnell darauf reagiert. Wenn man unbedingt durchs Wasser muss, schafft der Rolls-Royce Cullinan eine Warttiefe von 54 cm. Er ist 1,83 m hoch. Und damit das mit dem Einsteigen etwas einfacher funktioniert, lässt sich die Karosserie um 4 cm absenken. Klar, bei den Preisen dürfen bei Komfort und Luxus keine Wünsche offen bleiben.